Claude Lorrain wurde mit seinen Gemälden so erfolgreich, dass er bald den Papst, mächtige Kardinäle und europäische Fürsten zu seinen Kunden zählen konnte. Die Nachfrage nach seinen Kunstwerken war ab 1630 so groß, dass er dieser kaum nachkommen konnte. Doch wer war dieser Maler eigentlich? Claude Lorrain ist ein Landschaftsmaler gewesen, der grob von 1600 bis 1682 gelebt hat, also sehr alt geworden ist, ein ziemlich umfangreiches Werk hinterlassen hat. Im gewissen Sinn ein Einzelgänger, aber das sollte man nur mit Einschränkung sagen. Er hat für sich alleine gearbeitet, hatte keine große Werkstatt. Er hatte auch keine Schüler und Nachfolger in diesem Sinn. Man könnte sagen, dass die Qualität, die Claude Lorrain in seinen Gemälden, aber auch in seinen Zeichnungen und Druckgrafiken erreicht hat, im 17. Jahrhundert unerreicht ist. Für viele gilt er als der größte Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts. In der Ausstellung werden Lorrains frühere Werke präsentiert, in der er hauptsächlich Hirtenszenen und Hafenansichten darstellt. In seinen späteren Werken dominieren biblische und mythologische Motive in seinen Landschaften. Lorrain ist vor allem ein aufmerksamer Beobachter der Natur. Seine Werke sind jedoch weit mehr als die reine Abbildung der Wirklichkeit. Zu Lebzeiten wurde seine Kunst in Italien und Frankreich geschätzt, aber vor allem genossen seine Werke in England besondere Aufmerksamkeit. Was interessierte die Engländer so daran? Die waren begeistert von dieser Art Landschaft und das spiegelt sich dann wieder in der englischen Kunst, in der Aquarellmalerei des 18. Jahrhunderts. Wir finden einen starken Einfluss von Claude Lorrain bei Turner im 19. Jahrhundert, ganz massiv. Aber vor allen Dingen finden wir Claude wieder gespiegelt in den englischen Gärten. Denn die großen Parks, die sich die Engländer in der Zeit der Aufklärung haben anlegen lassen, die spiegeln eigentlich diese Art der Landschaftsdarstellung von Claude Lorrain, scheinbare Natürlichkeit bei größter Perfektion und Genauigkeit der Planung. Auch Deutschlands bekanntester Dichter schwärmte für Claude Lorrain. Und es ist dann wieder interessant zu sehen, dass Johann Wolfgang von Goethe, der ja in den 1780er Jahren in Italien gewesen ist und eigentlich offenbar den gleichen Blick hatte wie die Touristen aus England, ebenfalls Claude Lorrain ganz großartig fand, ihn für eine Verkörperung der Idealität hielt, weil er das Natürliche mit dem Künstlichen, die Naturstudie mit der Komposition in einen Einklang bringt, der beides überhöht. Die Ausstellung Die verzauberte Landschaft mit 130 Kunstwerken, 13 Gemälden, 55 Zeichnungen und Radierungen von Claude Lorrain ist noch bis zum 6. Mai 2012 im Frankfurter Städel zu besichtigen.